Servus aus Vadelberg für ein ganz besonderes Video. Ich musste leider ganz viele Sachen einkaufen für dieses Video, aber jetzt kommt der große Kissenvergleich. Ich habe insgesamt 6 Kissen euch vorzuzeigen. Für die Schaumstoffkissen haben wir einen von Climate, einen neuen von Decathlon und der hier von Snugpack. Für die aufblasbaren Kissen einer von Trackology, einer von Decathlon und ein klitzekleinen Kissen von Sea to Summit. Natürlich, um zu zeigen, wie sie sich liegen lassen und was für Formen sie überhaupt haben, müssen wir zuerst ins Labor. Um dir diese ganze Kissen auch vorzuzeigen, habe ich jetzt für sterile Bedingungen gesorgt. Also kommen wir zu den ältesten in meiner Sammlung. Dieser Kissen hier habe ich von Snugpack. Es ist innen gefüllt mit Schaumstoff und nein, es hat keinen separaten Packsack, sondern der Packsack ist integriert im Kissen. Den kann man so umdrehen und hat dann ganz nützlicherweise hier eine Tasche hinten, wo man Sachen reintun kann. Die ist auch ziemlich groß. So groß ist der Kissen im Vergleich zu meiner Hand. Jetzt zum nächsten Kissen. Das letzte Mal, dass ich in Decathlon war, habe ich diesen Kissen noch mitgehen lassen. Der kommt tatsächlich mit einem Packsack. Mit einem schönen Griff, den man hier hinten halten kann. Und der Kissen selber, wie man sieht, super bauschig, hat eine sehr schöne Farbe. Und jetzt kommt die besondere Eigenschaft von dem. Der hat nämlich einen Kissenbezug und innen sieht man eigentlich, was dafür sorgt, dass dieses Ding so viel nachgibt. Der Vorteil von diesem Kissenbezug ist, der ist seitlich glatt und man kann ihn separat in die Waschmaschine tun. Ich würde sagen, diesen Schaumstoff, der innen drin ist, würde ich nicht durch die Maschine tun, weil es sieht so aus, als würde er sehr schlecht trocknen. Da der Snugpack und da der Kissen von Decathlon. Riesig. Und der Packsack. Und als letztes dieser große Kissen von Climate. Natürlich wieder ein Packsack, aber hier hinten kann ich nichts greifen. Ich muss es einfach rauszerren. Ein bisschen aufbauschen. Und ich kann hier nicht richtig beschreiben, wie hier sich das anfühlt, aber ich würde es mal als leicht flauschig bezeichnen. Deine Meinung? Ja. Es hat auf jeden Fall viel mehr Bausch als der hier von Snugpack. Jetzt der Größenvergleich. Der hier von Snugpack, der hier von Climate, der hier von Decathlon. Und natürlich der Packsack. Also, der erste von Snugpack. Ich muss ehrlich sagen, diese Oberfläche hier oben fühlt sich so an, ob wäre es ein bisschen hydrophob in der Hinsicht. Es ist schwarz, die Farbe ist sehr gut, das passt zu meinen ganzen Tarnsachen. Und vom Liegekomfort würde ich es mal sagen, es ist eine solide 6 aus 10. An und für sich ist der Schaumstoff sehr gut, aber das Problem ist, wenn ich mich jetzt hinlege in eure Richtung, es gibt mir nur so viel über dem Boden, was halt gut ist. Ich kenne schlechtere, aber gleichzeitig, darum habe ich angefangen, andere Schlafkissen auszusuchen. Jetzt dieser wunderschöne blaue Kissen von Climate. Ja, es gibt den natürlicherweise auch in grün, aber ich habe meins leider nur in blau. Nicht ganz tarnmäßig, also wenn ich den rausziehe, werde ich ausgelacht. Aber vom Komfort her, so viel. Also um einiges mehr als der von Snugpack. Wenn ich es jetzt vergleiche mit der Hand, sieht man es vielleicht. Und die Größe ist leicht größer, das bedeutet, wenn ich jetzt rolle auf den, zack, ach, links, rechts. Wenn ich meinen Kopf rolle links, rechts, habe ich nur leicht etwas Platz drauf. Also am besten wäre mir noch leicht mehr Platz, für falls ich wirklich fest rüberrolle, weil am liebsten schlafe ich nämlich so mit meinen Kissen. Aber wie du siehst, dann wird der Kissen etwas zu klein für mich. Aber ich bin auch sehr groß. Ich dachte, ich habe den absoluten Brüller gefunden, weil dieses Ding ist um einiges größer als der von Climate. Ich dachte mir, wenn der hier passt, weil er fühlt sich so gut an in der Hand, dann habe ich einen größeren Kissen als dieser Climate, mehr Platz für meinen Kopf und gleichzeitig stützt es meinen Nacken beim Schlafen. Das sollte mir mehr Schlafkomfort geben. Aber ich zeige euch den Nachteil von diesen Kissen. Man legt sich drauf und der Kopf ist unten. Tatsächlich, man legt sich komplett flach zum Boden. Es soll ja leicht nachgeben, damit es halt nicht die ganze Zeit drückt gegen den Kopf, aber gleichzeitig gibt es zu viel nach. Ich glaube, das Problem an diesen Kissen ist, der Schaumstoff hat viele Löcher drin, damit er auch gut atmet, damit man nicht zu heiß wird, weil im Sommer wird es einem zu warm mit einem Kissen. Aber gleichzeitig durch diese Luftlöcher entweicht die ganze Luft raus und dann habe ich fast keinen Schaumstoff unter meinem Kopf. Also mein Fazit darüber, der hier ist durchgeflogen bei mir, der hier ist Platz 2. Aber wenn ich irgendwie am Reisen bin, Flugzeug, Auto, Zug, irgendwo, wo ich schlafen kann, dann ist er Nummer 1, weil er ist tatsächlich sehr kompakt und der hat seine eigene Packtasche, kann man nicht verlieren. Und meine absolute Nummer 1, ja, der hier von Climate. Der ist nicht perfekt, weil tatsächlich man hat nicht so viel Liegefläche, aber er macht sehr viel richtig. Also, wenn es um den Komfort geht, gewinnt dieser Climate-Kissen, obwohl er quietschblau ist.
Ihr fragt euch bestimmt, warum habe ich dann noch 3 Luftkissen zum Vorzeigen? Ich muss ehrlich sein, Neugier. Der hier ist von Trackology. Und ich habe ihn viel gesehen bei den ganzen amerikanischen YouTube-Videos von der beste billige Reisekissen zum Mitnehmen. Und ich muss eins sagen, für einen günstigen Kissen ist er echt gar nicht schlecht. Aber das beste Kissen ist er weit nicht. Das hier ist der Packsack. Und wie beim Snugpack, wenn man ihn rauspackt, geht dieser Packsack entweder was zum Verstauen oder wenn er nervt, kann man ihn hier hinten reinschieben. Der hat innen drin Luftkammern, die man mit Hilfe von diesem kleinen Teil aufpusten kann. Jetzt mal nachzählen, wie viele Atemzüge ich dafür brauche. Ach ja, damit ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich. Dieser Ventil ist tatsächlich 2 Ventile. Einer oben, damit man aufpusten kann. Und einer unten, damit man alles wieder rauslassen kann. Wie viele waren's? 2? Ich habe einfach gelernt mit der Zeit, ich mag es sehr fest, aber nicht zu fest. Man muss echt sagen, es gibt hier keine Geräuschkulisse wirklich. Und diese Keilform, ich weiß nicht, ob man es gut auf Kamera sieht, hier ist auf jeden Fall ein bisschen dünner als hier hinten. Bedeutet, wenn ich das hier hin tue bei meiner Schulter, dass ich es einfach näher ran tun kann zum Nacken, damit mein Kopf hier oben noch gut abgepolstert ist. Das sieht ihr aber dann in der Nahaufnahme. Hier vorne muss ich echt sagen, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf die Haut, aber es geht. Aber das größte Problem von diesem Teil ist einfach nur, der Ventil stört in der Nacht und noch dazu, wenn man eine aufblasbare Isomatte hat, rutscht dieses Teil extremst weg in der Nacht. Dann gibt es diesen kleinen Kissen von Decathlon. Der sieht aber sehr ähnlich aus zu der von Trackology, hat aber einen klaren Unterschied. Dieser Packsack ist separat. Man könnte es sehr wohl verlieren. Hier unten gibt es nichts zum Halten. Aber hier vorne, der Stoff ist 1A. Das ist der beste aus allen Thema, wenn man seinen Kopf drauf tut, dass es schön angenehm ist zum Liegen und gleichzeitig leicht kühlt. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber sehr gut. Es gibt hier ein leicht anderes Ventil. Wenn man aufmacht, kann man reinpusten und wenn man alles rauslassen will, drückt man einfach drauf. Ja. Und jetzt sehen wir, wie viele Atemzüge der hier braucht. Eineinhalb. Er hat auch hier vorne einen leichten Schaumstoff, aber wie du hörst, man kann richtig hören, wenn was dagegen datscht. An und für sich gar kein Problem in der Nacht. Bitte schmeiß dich nicht auf dein Kissen. Der hier verjüngt sich auf beiden Seiten leicht und in der Mitte fühlt er sich irgendwie straffer an. Aber schon wieder, das zeige ich in der Nahaufnahme. Und jetzt das kleinste Kissen aus allen. Das ist von Sea to Summit. Aeros Pillow Premium Regular. Keine Ahnung. Kleiner Kissen, lila, ist natürlicherweise nicht für mich gedacht, sondern für meine anderen Hälfte. Obwohl dieser Packsack so klein ist, hat er immer noch eine Schnalle, die man halten kann, um den ganzen Kissen rauszuziehen. Dieser Ventil ist schon wieder anders. Der ist so ein Doppelventil. Einer oben zum Luft reinlassen und einer unten zum Luft rauslassen. Und jetzt sehen wir schon wieder, wie viele Luftstöße es braucht, diesen Kissen aufzupusten. Ein kräftiger Stoß. Die hier hat aber eine komplett andere Form zu den anderen. Hier unten ist leicht ausgespart, damit es besser auf die Schulter passt. Ich dachte ursprünglich, diese Haptik, also wie sich's hier oben anfühlt, würde mich stören beim Schlafen, aber es hat sich der Gegenteil bewiesen. Es ist tatsächlich sehr angenehm auf die Haut. Und jetzt zu der Nahaufnahme. Der Kissen von Trackology ist hier eingekurvt und dafür leicht dünner hier vorne als hier hinten. Das hat den klaren Vorteil von, ich nehme meinen Arm, lege ihn drunter und wie du siehst hier von der Seite, ich sitze hier sehr gut drin. Mein Kopf ist hier richtig perfekt abgestützt und der Nacken auch. Aber das Problem ist einfach nur, man hält nicht den Kissen die ganze Nacht, sondern man tut seine Hand einfach so darunter. Und irgendwann einmal bewegt sich dieser Keil raus. Das ist der große Nachteil an diesem Kissen. Ansonsten, wenn er tatsächlich bei dir liegen bleibt, ist er ziemlich gut. Der kleine aufblasbare Kissen von Decathlon. Hier oben fühlt er sich sehr gut an. Schalltechnisch ist er ein bisschen fragwürdig, aber zum Liegen, oh ja, der geht gut. Zwar nicht so gut wie der Trackology in der Theorie, aber in der Praxis ist er okay. Das einzige Problem bei dem ist, wenn du deinen Arm drunter tust, zerdrückt er hier die Luftröhre. Ein bisschen, bei mir mindestens. Das ist nicht so angenehm. Darum gibt es überhaupt die Aussparung beim anderen. Aber wenn man einfach so drauf schläft, ohne seine Arme drunter zu tun,
Oh, ist der einfach nur ein Traum. Wie du siehst, mein Kopf ist weit weg vom Boden. Und wenn du jetzt meine Wirbelsäule sehen würdest, der ist ziemlich gerade. Schlafkomfort, richtig gut. Jetzt zum Sea-to Summit Pillow. Der ist sehr gut, weil er wie der Trackology richtig hier eingekurvt ist, damit ich mit der Hand so liegen kann. So, mit der Hand runter, richtig schön zum Liegen. Und der Vorteil ist, ich lege ihn einfach hin zum Normalliegen und dort hält er immer noch meinen Abstand nach unten richtig gut. Hier rundherum meine Schulter ist ja ausgeklinkt, also zum Bewegen richtig angenehm. Aber der klare Nachteil, er ist schon ein bisschen teuer. Aber ansonsten auch ein sehr guter Kissen. Außer ein kleiner Nachteil, der dieser Kissen hat, über die zwei. Und das ist, wie zum Henker soll ich ihn reinigen? Ich kann diesen Teil tatsächlich nicht davon entfernen. Klarer Nachteil. Also, ihr fragt euch bestimmt, welche Kissen in meiner Meinung die besten Kissen sind aus diesen Kissen, die ich habe. Sag mal Kissen sehr oft. Ich habe nämlich zwei Stück davon, die meine absoluten Favoriten sind, für zwei verschiedene Gründe. Der hier von Climate. Es ist Schaumstoff und im Winter mag ich den einfach. Und, wer hätte es gewusst? Der hier von Decathlon. Für einen einzigen Grund. Die Oberfläche hier ist so angenehm auf der Haut, der ist mein Favorit. Für die aufblasbaren Kissen. Tut mir leid, Sea-to Summit. Wenn ihr irgendwie einen Weg finden würdet, damit man das Ding überhaupt richtig reinigen kann, dann hättet ihr bestimmt gewonnen. Also vergisst bitte nicht, kommentieren, ein Like und vielleicht ein Abo wäre echt nett. Und ich wünsche euch von Vorarlberg aus ein wunderschönes, was auch immer.